Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir haben heute Thanksgiving und passend dazu habe ich mir gedacht, dass es heute eine tolle Nachspeise gibt. Das ist eine wahre Proteinbombe, würde ich mal sagen. Was ihr alles dafür benötigt, das zeige ich euch jetzt. Zum einen benötigt ihr Gewürzspekulatius, dann Apfelmus, Quark und ein bisschen Pumpkin Spice Gewürz. Jetzt fangen wir mal mit der Zubereitung an. Ich habe hier eine Schale und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt keine Auflaufform. Ich habe mir jetzt einfach so eine Schale beigeholt. Ich werde jetzt die Spekulatius da reinlegen, also ganz normal reinlegen. Eigentlich wird das so gemacht wie Tiramisu. So, und an der Seite noch ein paar Stück. Und das wird jetzt einfach geschichtet. Also einmal die Spekulatius hier reinlegen, so in etwa. Das macht ungefähr 2, 4, 6, 8, 10. Ich habe jetzt 11 Spekulatius benutzt. So, das stellen wir jetzt erstmal zur Seite. Dann nehmt ihr den Quark. Gebt den Quark in eine Schüssel. Damit ich das schichten kann, werde ich den Quark ein wenig umrühren, damit er cremiger wird. So. Dann nehmt ihr das Pumpkin Spice Gewürz. Ihr könnt natürlich so viel nehmen, wie ihr gern möchtet. Das ist ja alles Geschmackssache. Ich nehme so einen kleinen Teelöffel und ja, und das Ganze rühre ich noch mal kurz um. Ach, das duftet so herrlich. So, jetzt hole ich mir schnell einen Löffel und dann fange ich schon an zu schichten. Ich gebe ein bisschen Quark über meine Spekulatius. Ich habe hier 250 Gramm genommen. Wenn ihr mehr Personen seid, könnt ihr ja natürlich auch mehr nehmen. Ne? So, jetzt gebe ich meinen Apfelmus darüber. Das ist so lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Also könnt ihr wirklich schlemmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn ihr mögt, könnt ihr nochmal Quark drauf geben und dann nochmal Apfelmus. Aber für uns reicht das so. So, und zum guten Schluss werde ich das erstmal zur Seite stellen. Ich zeige es euch gleich, wie das dann ausschaut. Ich gebe jetzt einfach Spekulatius in einen ganz normalen Gefrierbeutel. So. Das werde ich jetzt erstmal zerkloppen. So sollte das dann in etwa aussehen. Und genau. Und dann nehmt ihr die Spekulatius und streut die einfach nur oben drauf. Als Topping sozusagen. So, und damit das Ganze schön ausschaut, nehme ich noch so zwei Spekulatius, setze die oben drauf und schon habt ihr ein leckeres Dessert. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe noch zwei Scheiben Orangen draufgelegt und ich freue mich schon auf diesen wunderbaren Nachtisch. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Thanksgiving. Genießt
genießt es, habt Spaß mit eurer Familie und ja, für die, die Thanksgiving feiern. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche am Dienstag. Ciao.